Moin, hier ist Miro von Oleit und willkommen zu Tag 11 des Spendenkalenders, in dem ihr auf limitierte Lampen aus meinem Lager hier, das Oleit gehört, natürlich bieten könnt. Und die Höchstbietenden tun was für den guten Zweck, denn das Geld fließt nachher an den Verein Roter Keil, der sich gegen Kinderprostitution einsetzt. Mehr Infos dazu und auch natürlich zum Verein findet ihr in der Beschreibung. Da findet ihr auch die Regeln, wie das Ganze abläuft. Einfach auf YouTube als Kommentar mitbieten, unter dem angepinnten Kommentar von mir nach Möglichkeit. Und diesmal habt ihr die Chance auf eine tatsächlich absolut neuwertige Warrior X Pro in OD Green. Das ist eine von den besonders guten Warrior X Pro, die nämlich mehr Leistung haben mit der alten LED. Die hat 2250 Lumen maximal und eine Leuchtweite von 600 Metern. Also ein richtig gutes Teil, das auch durchaus mit der aktuellen Generation mithalten kann. Bedient wird die übrigens hier über den Endkappenschalter in zwei Helligkeitsstufen. Und ich habe natürlich, wie auch übrigens bei fast allen anderen Taschenlampen, die ich jetzt zur Versteigerung rausgehauen habe, den vollen Lieferumfang. Das heißt, die Schachtel ist dabei, das Holster, ein Ladekabel und so weiter und so fort. Sollte das mal nicht der Fall sein und ich habe eine Lampe nur einzeln bekommen, dann erwähne ich das immer extra im Video. Also mitbieten, das ist jetzt wirklich ein Sahnestück. Ich habe keinen einzigen Kratzer, keine einzige Gebrauchsspur gefunden und morgen sehen wir uns wieder zum nächsten Spendenkalender-Video. Bis dahin, allzeit gutes Licht.